begrüße alle zur Pressekonferenz nach dem Nachholspiel des 14. Spieltags Regionalliga Nordost, BAK gegen Lokomotive Leipzig. Ich begrüße die beiden Trainer und übergebe gleich das Wort an den Gästetrainer Almedin, bitte. Ja, erstmal guten Abend an alle. Ja, wir sind hier hergekommen und haben eigentlich sehr, sehr stark angefangen, haben 25 Minuten bis zum 1-0 den Gegner nicht zur Entfaltung gebracht, haben viel nach vorne gemacht, aber leider Gottes doch schon im letzten Drittel oder im 16er die falschen Entscheidungen getroffen. Ja, mit dem Stürmer, mit Jamal Siane wären die Entscheidungen vielleicht besser, aber mit Ossi waren dann mit Kopfbälle vielleicht hin und da mal Rückpässe spielen oder ruhiger, wo wir über rechts und links vorbeigekommen sind. Er macht der Gegner das 1-0 und wir sind in der Schockstarre. Aus der Schockstarre kriegen wir fast das 2-0. Ich denke, dass es dann richtig schwer für uns gewesen wäre, wo der durchläuft und 1 gegen 1 gegen Müller spielt. Danach haben wir uns noch ein bisschen gefangen, haben dann durch Ossi dann zwei sehr gute Möglichkeiten gehabt. In der Halbzeitpause, das ist immer so schwer in so einem Spiel, viel zu korrigieren, weil fußballerisch auf dem Platz haben wir es eigentlich gut gemacht und BRK ist eine starke Mannschaft, wo man immer aufpassen muss, wenn man nicht gut presst, dass sie sich rausspielen und dann über ihre guten Spieler, gerade heute der Stürmer, der sehr eklig agil war, Gegentor zu bekommen. Zweite Halbzeit wollten wir ein Tor schießen, aber wir waren optisch, weil der Gegner sich so ein bisschen mehr zurückgezogen hat und auf Konter gelauert hat. Optisch waren wir vielleicht überlegen, aber haben nicht so die große Chance gehabt oder die große Konsequenz. War alles so ein bisschen wild, viel mit Willen gewesen und immer mussten immer aufpassen, dass wir nicht das 2-0 bekommen. Waren ein, zwei brenzlige Situationen, aber ich denke in der zweiten Halbzeit, dass beide Mannschaften keine hundertprozentigen hatten. Und so war ich eigentlich froh und glücklich, dass wenn wir ein Tor schießen, irgendein Tor schießen in unserer Situation, wo wir jetzt sind, dann kommt der Elfmeter, machst 1-1 und dann hast du jetzt eine Pressekonferenz und hast 2-1 gewonnen. Am Ende kannst du sagen, glücklich, aber dieser Wille, was die Jungs gemacht haben, das musste erstmal in der Situation, wo wir jetzt waren, mit zwei Niederlagen, musste erstmal machen. Ja. Und das nehme ich sehr, sehr gerne mit. Es ist ich habe lange Fußball gespielt, weiß, wie der Gegner sich fühlt. Aber heute ist es mir sehr, sehr recht, dass wir uns anders fühlen wie der Gegner, weil irgendwo haben wir uns da aus der ganzen Sache rausgekämpft. Wir spielen eine sehr, sehr gute Halbserie und sind dann durch Eigenverschulden, sage ich mal so, in so ein bisschen Tal der Tränen reingekommen von drumherum. Aber wenn man sieht, wie die Jungs heute wieder wollten, machen und tun, da sieht man, dass das einfach eine absolut geile Truppe ist. Und ich habe mich riesig gefreut, aber innerlich, weil ich mich einfach für die Jungs freue, ja, weil ich weiß, wie selbstkritisch die zu sich sind. Und so ein Ding zu drehen gegen so einen starken Gegner, der bis vor kurzem auch alles weggedonnert hat, da bin ich wirklich sehr, sehr froh und glücklich. Und jetzt geht es einfach weiter, ein bisschen zu erholen und Sonntag den Kampf, dem nächsten Überflieger in der Liga jetzt mit 6 Siegen, Chemnitzer FC, Paroli zu bieten und unser Spiel aufzudrücken und den Gegner alles Gute und unseren Fans gute Heimfahrt und die Leute, die hier waren, vielen lieben Dank. Bei der Eisenwetter ist nicht selbstverständlich. Vielen Dank. Dankeschön. Herr Niemann, gebe ich das Wort gleich weiter an dich. Ja, auch von mir hallo in die Runde. Erstmal natürlich Glückwunsch an meinen Trainerkollegen und Lok zum Sieg. Für uns natürlich maximal schmerzhaft, sehr brutal. Passt auch irgendwo sinnbildlich in einen enttäuschenden und erfolgslosen November. Die ersten 20 Minuten waren wir nicht gut im Spiel, hatten keinen Zugriff über unser Pressing. Lok Torchancen, um in Führung zu gehen. Ich denke, das 1-0 hat uns dann eine Stabilität, eine Sicherheit gegeben. Irgendwo entscheidend auch, dass wir das zweite nicht schießen, obwohl wir es hätten schießen können, / müssen. Dass der Gegner dann mit seiner Qualität immer einmal wieder auch gefährlich bleibt bei diesem knappen Ergebnis, war klar. In der Halbzeit haben wir uns gut besprochen, das Pressing ein wenig angepasst, hatten dann mehr Kontrolle auf den Raum, auf den Ball, aber auch auf den Gegner, sodass es eine sehr neutrale zweite Halbzeit war. Und ja klar, wenn du dann bis zur 90., 92. 1-0 führst, dann malst du dir natürlich schon ein Kopfkino aus mit drei Punkten.
Hat heute aber nicht sollen sein, verlieren das Spiel über zwei Standards, was natürlich dann ja nochmal maximal schmerzhaft und enttäuschend ist. Aber damit müssen wir umgehen. Wir hatten jetzt einen sehr schlechten Monat, haben noch drei Spiele dieses Jahr, alle jetzt im Dezember. Und die Wut, die Emotionen, die wir heute negativ haben, können und müssen wir direkt am Samstag bei Hertha in Energie umwandeln. Danke. Danke dir. Dann einmal die Frage in die Runde. Sind Fragen an einen der beiden Trainer da? Das scheint nicht der Fall und dann lösen wir es auf. Gehen wir nach Hause. Schön ins Warme. Danke, dass ihr da wart.